Herzlich willkommen zum Digital Heart Business Podcast für erfolgreiche Unternehmer mit Herz. Mein Name ist Klaus-Stefan Dufner, ich bin Digital Transformation Coach, Geschäftsführer eines E-Commerce-Unternehmens und IT-Profi. Ich möchte dich inspirieren und dabei unterstützen, dein digitales Herzensbusiness zu kreieren. Und mein heutiger Gast ist Stefanie Bruns. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der Business Flow Academy. Ich freue mich riesig, Stefanie, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir das Interview zu machen. Stelle dich doch bitte vor. Gern. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ein herzliches Hallo an alle Zuhörer, Zuschauer. Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Stefanie Bruns. Ich bin Psychologin, Business-Mentorin seit über 16 Jahren, Mutter von 4 Kindern und Gründerin der Business Flow Academy. Wir unterstützen ganz gezielt Top-Performer und geniale Unternehmer, Coaches, ihr Experten-Business wachsen zu lassen und das mit holistischen Methoden, mit Energy-Marketing. Und das ist einfach meine Leidenschaft, die globale Transformation mit zu unterstützen. Ja, und ich denke auch gerade das Thema Energie ist ja sehr wichtig. Also ich sage jetzt mal Energie, das Feinstoffliche, das ist ja was, was man jetzt zunächst nicht sieht, höchstens vielleicht mal spürt. Und ja, das Besondere bei dir oder das ja Revolutionäre, du hast das Ganze jetzt auch strukturiert in sogenannten 5D-Tools. Mhm. Kannst du denn da mal näher erklären, wie man diese 5D-Tools nutzen kann, um die Energie zu lenken, so wie man sie braucht für sein Business? Ja, genau. Also wir haben ja normalerweise klassische Tools und das fängt an bei Persönlichkeitsentwicklungstools wie Strukturierung des Alltags, Arbeitsorganisation, Entwicklungsunterstützung, Mindsetarbeit und aber auch marketingtechnisch, Klientengenerierung, Webseitengestaltung und so weiter. Und was man machen kann, man kann jeden einzelnen Part nehmen und kann ihn eben in die nächste Dimension verfrachten und kann somit schauen, was ist denn von dem Alten immer noch gut und nützlich und was dient einfach mehr der neueren Zeit. Also muss ich meinen Alltag so strukturieren wie noch vor 10 Jahren oder ist mehr das Herz gefragt und kann ich viel lockerer und leichter meinen Aufstieg programmieren? Ja, das geht. Und was man machen kann auf der energetischen Seite, ist, dass wir natürlich viele, viele Möglichkeiten haben in allen Bereichen, persönlichkeitsentwicklungstechnisch, strukturell, mehr Synchronizitäten herzustellen. Also diese Zufälle, die im Grunde genommen keine Zufälle mehr sind, sondern die göttlicher Natur sind, indem wir die richtigen Menschen treffen, Dinge zur richtigen Zeit auf uns zukommen. Und wie funktioniert das? Indem wir in der richtigen Schwingung sind. Und es gibt herrliche Übungsfelder da draußen, die uns immer wieder einladen, unsere Schwingungsfrequenz zu trainieren und unabhängig von den äußeren Umständen hochzuhalten. Ja, wir nehmen nur einmal das letzte Jahr und das ist ein herrliches Tool, sodass wir sagen können, ja, und gerade wenn Treffen vor Ort nicht möglich sind, können wir unsere zusätzlichen Sinne mehr aktivieren und können Menschen trotzdem spüren. Und so können wir in jeglichen Bereichen bestimmte Tools anwenden. Und da gehe ich ziemlich tief rein von Energieschutz bis Energieabschirmung bis hin zu DNA-Aktivierung und weitere tolle Sachen. Ja, und das Ganze halt dann so vereinfacht, dass man es auch erlernen kann, ohne dass man jetzt, sage ich mal, in ein Kloster muss, jahrelang, und die Energie dort sammeln muss und dann irgendwann passiert was, sondern wirklich dann quick und komprimiert, sodass es der westliche Mensch auch nutzen kann und auch versteht, vor allen Dingen, ohne irgendwelchen Overhead. Eine Frage von mir, wie können wir denn unsere Energie erhöhen und dauerhaft oben halten? Weil ich denke, so, das ist so eine Herausforderung im Tag. Man startet ausgeruht und je nachdem, was man für eine Jobrolle hat, was für Leute man trifft, was für Nachrichten man konsumiert, was für Essen man isst, passiert ja dann was energetisch mit einem. Ja, also dauerhaft oben halten ist schon mal so die falsche Vorstellung, weil es ist wie Gesundheit. Ja? Nur weil du einmal eine Zitrone isst, bist du nicht die ganze Zeit gesund, sondern es ist ein Zustand, den man aktiv herstellen muss. Und so ist es auch mit der Energie. Wir sind einfach Wesen,
da ist es ganz normal, dass wir hoch und runter gehen, auch von unserem Energiehaushalt. Nur die Frage ist, wie tief runter? Und mit diesen Mitteln können wir eben ein gesundes Sicherheitsnetz etablieren, sodass du nicht die komplette Talfahrt nach unten nimmst, sondern gut abgepuffert dann wieder den Weg nach oben anstrebst. Und es gibt, je nachdem, was so die persönlichen Trigger sind, natürlich auch unterschiedliche Ansätze. Also zuerst mal müssen wir schauen, was raubt uns denn förmlich Energie? Ist es etwas, was unserer Natur nicht entspricht? Es gibt sehr kreative Menschen, denen wird Energie förmlich entzogen, wenn sie stupide Arbeit machen. Und dann gibt es wieder Menschen, die sind weniger kreativ, die gehen ein wie eine Primel, wenn sie viel kreative Arbeit machen müssen. Und so muss man erstmal seine natürliche Art entdecken und muss sagen, hey, und das kann mit einer ganz normalen Liste passieren, sodass man sagt, was gibt mir Energie und was raubt mir Energie? Und dann kann man das nicht nur bei Tätigkeiten sich einmal anschauen, sondern auch bei Menschen, weil wir haben etwas, das nenne ich die energetische Loyalität. Wir sind ja flexibel, wir sind loyal mit Menschen. Und wenn Menschen niedriger schwingen als wir, dann haben wir die Tendenz, uns anzupassen. So wie man groß gewachsen ist, stellt man sich auch ein bisschen in die Knie, um nicht drei Köpfe größer zu sein. Ne? Und das ist eben genau das, was auch im Energiefeld passiert, sodass wir uns förmlich runterdimmen. Und dann kann ich einmal prüfen, mit wem fühle ich mich denn danach, nach einem Gespräch, eher down und runtergezogen? Und dann kann ich schauen, ja, wie lange halte ich das denn aus? Also bin ich 3 Stunden mit dem Nachbarn unterwegs, obwohl er mich runterzieht? Oder kürze ich das Ganze auf 30 Minuten, sodass ich mich noch wohlfühle und ich mich nicht energetisch anpasse? Ja, das ist eine sehr gute Möglichkeit. Ich denke, dann ist auch das Beobachten im Alltag so wichtig, dass man nicht einfach auf Autopilot, sage ich mal, durch den Tag geht, sondern ist dann immer wieder mal prüft, wo stehe ich, was tut mir gut und dann auch gegensteuert. Was mich auch brennend interessieren würde, wie bist du denn dazu gekommen oder wie hast du das jetzt entdeckt für dich, diese Arbeitsweise? Dadurch, dass ich so lange im psychologischen Feld unterwegs war, habe ich natürlich immer nach Optimierung gesucht. Und ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit der ganzen Energie, als so die ersten Filme aufkamen, The Secret und What the Bleep Do We Know und dann Waking Life, war ich schon immer dran. Dachte ich so, wow, das fehlt bei der kompletten Psychologie. Und wieso wird das nicht gelehrt? Wieso lernen wir das nicht in der Universität? Ja? Wo ist dieser Zweig? Das gehört doch dazu. Ich habe mich mit 14 Jahren schon mit Parapsychologie beschäftigt. Und ich dachte, aber das ist so spannend. Deswegen habe ich eigentlich Psychologie studiert, weil ich diese Felder so spannend fand. Und war dann ziemlich ernüchternd. So ernüchternd und ich war enttäuscht, als ich gesehen habe, das ist eigentlich ziemlich langweilig, was die da teachen. Und so habe ich immer diesen Part, der mich so interessiert, eben im Selbststudium erobert. Und dann habe ich gemerkt, okay, es nützt nichts, wenn wir rein mit der puren Psychologie arbeiten. Wir sind einfach spirituelle Wesen. Ich bin weitergebildet nach Virginia Satir, die schon immer viel von Virginia, also von Spiritualität gesprochen hat. Und Virginia war einfach die Mutter der Familientherapie, die immer geguckt hat, was braucht es noch? Und wir sind ganzheitliche Wesen. Und deswegen habe ich das schon sehr früh in meine spirituelle Praxis mit eingebaut. Und es war im Grunde genommen Schicksal. Es musste so kommen, dass ich schon sehr lange an diesem Thema dran bin und das eben jetzt auch breiter in die Welt hinausbringe. Denn das muss ich einfach auch sagen, die Welt war vor 10, 15 Jahren noch nicht so bereit wie heute. Ja, ich denke auch, letztendlich ist es ja immer das Ergebnis, was zählt. Und in 3D, also jetzt in unserer Welt, die wir sehen und ertasten können, sage ich mal, da, wenn man da was erreichen will, dann geht es in der Regel nur durch harte Arbeit, durch noch mehr Arbeit und durch Verzicht und überhaupt. Und irgendwann hat man sein Ziel dann erreicht und vor allem kostet es Zeit. Und in 5D, wo die Energien sich tummeln im Quantenfeld, sage ich mal, wenn man dort den richtigen Impuls setzt, dann kann das in sehr, sehr kurzer Zeit was erreichen, wo andere ein Leben dafür brauchen, um das zu erreichen, wenn die Energie passt. Ja, genau. Hast du denn vielleicht ein Beispiel in deinem eigenen Leben, wo du mal eine Herausforderung hattest und das dann aber jetzt in 5D gelöst hast und nicht jetzt in 3D oder mit diesen Techniken? Ja, sehr, sehr viele Sachen. Also ich habe um es mit einem Satz zu sagen, wenn ich die Kindheit gehabt hätte, die ich mir gewünscht hätte, wäre ich heute nicht hier. Ja? Okay.
Und so gibt es eben auch nicht nur in der Kindheit, sondern immer wieder Situationen im Leben, die sehr, sehr schwer sein können. Das kann ein Missbrauch sein, das kann geschäftliches Aus sein, das kann eine Herausforderung sein bei der Geburt der Kinder. Bleiben wir mal dabei, das ist ziemlich konkret. Ich hatte mein drittes Kind in Beckenendlager und dann war die Frage so, Krankenhaus mit Kaiserschnitt, Gefahr und so weiter. Und dann habe ich gedacht, so, nee, ich möchte das zu Hause bekommen, allein am besten, weil dann stört niemand. Und ich habe das Ganze im Kopf durchgespielt. Und ich habe mir immer wieder vorgestellt, wie das Kind problemlos in einer Stunde kommt. Und genau das ist passiert. Super. Und das war eben eine Arbeit in der 5D-Welt, weil ich mir so genau immer wieder Tag für Tag diese Situation vorgestellt habe und ich habe sie gelebt, ich habe das Kind gespürt, ich habe das rausgeatmet und dann kam der Tag und es kam genauso, wie ich es mir im Grunde genommen schon erübt hatte in der fünften Dimension. Ach super, ja. Also Eva, und das wäre jetzt ja nicht möglich mit Verstand oder mit Werkzeug oder was auch immer, kann man dieses Resultat eigentlich gar nicht erzielen. Ja, man kann seinen Verstand beruhigen, weil der ist auf jeden Fall auch in 3D aufgeregt. Ja? Da muss man seine Frequenz anheben. Du hast vorhin gefragt, wie das geht. Also erstmal muss man seine Trigger kennen, aber dann gibt es eben einfache Methoden von dem Mantra, ich bin, der quasi dich direkt zum reinen Bewusstsein führt, oder ich bin Liebe, das wäre eine Erweiterung davon, oder meditieren, ja, in Herzkohärenz gehen, sodass das Herz einfach sich aktiviert und erweitert und eben synchron ist mit den anderen Teilen des Körpers. Das ist sehr, sehr kraftvoll und sehr schwingungserhöhend. Und dann kann man direkt testen, ja, wie hoch ist meine Schwingung. Und es gibt ja immer diesen herrlichen Spruch, wenn du denkst, du bist erleuchtet, geh 2 Wochen zu deinen Eltern oder wenn man keine Eltern mehr hat, so irgendjemand, der dich triggert, zu deinem Ex-Partner und prüfe, wie erleuchtet du bist. Ja, ja, das stimmt. Du wirst sehr schnell sehen. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. wie gut du da bestellt bist. Ne? Was mich interessieren würde, was sind denn deine 3 wichtigsten Werte im Leben, wenn du jetzt das mal so für dich... Wenn du es preisgeben magst, deine 3 wichtigsten Werte, weil ich denke, das ist ja auch wichtig jetzt gerade für deine Familie oder auch für deine Firma, weil du das ja in diese Richtung dann dir erschaffst. Es ist Freiheit. Also ich liebe es einfach, frei zu sein, selbstbestimmt. Ja, das geht damit einher. Und dann aufrichtig und ehrlich, also dieses integer sein, sodass man alles teilt, was wirklich da ist, weil in 5D kannst du eh nichts mehr verstecken. Alles wird spürbar sein. Ja? Ja. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch von der Marketingseite her diese ganzen Strukturen anpassen, weil die Leute werden immer feinfühliger. Der Markt ist sophisticated und je feinfühliger man ist, umso stärker spürst du, was ist die wahre Absicht? Warum macht jetzt jemand diese Marketingstrategie? Ist das gelogen? Will er dich in ein Gespräch bringen? Will er dir trotzdem was verkaufen? Und da zählt einfach diese Ehrlichkeit. Und es gibt eine Menge Marketingstrategien, die allein auf FOMO basieren, auf Fear of Missing Out, so die Angst, etwas zu verpassen. Und das ist sehr, sehr kraftvoll, weil wir leben in 3D und unser Stammhirn ist immer noch sehr aktiv, selbst bei den Menschen, die schon spirituell entwickelt sind. Das heißt, wir haben diesen Teil. Und je nachdem, wie stark wir das reflektieren können, was ist jetzt der Part von unserem Stammhirn, denn der ist immer nur auf Sicherheit aus, nicht auf Persönlichkeitsentwicklung. Können wir erkennen, ja, ist das jetzt eine gute Situation für mich oder nicht? Und die Menschen, die noch nicht diese 2 Dinge auseinanderhalten können, das höhere Selbst und das Stammhirn, niedere Beweggründe, einfach nur Sicherheit und Überleben und eben das höhere Selbst strebt nach Selbstverwirklichung, nach Exploration, nach Transformation, nach dem Besseren. Je nachdem, wie gut du das auseinanderhalten kannst, umso einfacher sind auch deine Ziele und umso besser klappt das mit Business, mit deinem Leben und dass du dann deine Werte auch in die Welt bringen kannst. Ja, Stammhirn, das ist noch ein gutes Stichwort. Ich denke da an das liebe Ego, das ja immer, sobald man irgendwas ändern möchte in seinem Leben oder vielleicht voranschreiten möchte oder eine Standarderhöhung durchführen möchte,
kommt sofort das Ego, die innere Stimme, die dann einem ausreden möchte, warum man genau das nicht tun soll. Wie gehst denn du mit deinem Ego um? Weil ich denke, du hast ja auch sehr viel Veränderung und da wird die Stimme sich immer mal wieder melden oder hast du die antrainiert, dass die brav im Häuschen bleibt? Das geht nicht. Also selbst bei den Top-Performern auf der ganzen Welt, die haben trotzdem ihr Ego. Aber es ist die Frage, glaubst du alles, was du denkst, oder kannst du das eben reflektieren? Und ich muss häufig nur so lachen, weil das ist einfach so typisch. Ja? Stolz, ja, ist zum Beispiel das Ego, Angst vor Verletzung, Angst vor abgelehnt werden, Angst vor Verleugnung und so weiter. Und wenn man das erkennt, dann kann man einfach nur schmunzeln. Und es ist die Frage, wie schnell erkennst du das? Brauchst du dafür 30 Jahre, 3 Jahre, 3 Monate, 3 Wochen, 3 Tage, 3 Stunden, 3 Minuten, 3 Sekunden? Wenn du richtig gut bist, brauchst du nur einen Bruchteil von einer Sekunde, um sofort zu erkennen, ah, da bist du wieder, ja, alter Ego, alles gut. Und dann kannst du das reflektieren, weil du bist mehr als nur deine Gedanken und deine Gefühle. Und die meisten Menschen sind noch sehr assoziiert mit ihren Gefühlen, gerade wenn sie in die psychologische Arbeit gehen, selbst wenn sie sich nach einer langen Reise der Gefühlslosigkeit hin zu ihren Gefühlen aufmachen, bleiben sie dann dort stecken und sagen, ja, aber so fühlt sich nicht gut an, ist jetzt nicht der richtige Weg. Und das ist eben auch eine Sackgasse, sage ich heute. Ja? Obwohl ich jahrelang gelehrt habe, okay, die Gefühle sind so wichtig und zurück zu den Gefühlen. Aber heute weiß ich, ja, es ist ein Teil des Weges, aber du kannst nur auferstehen, ja, und deine Erleuchtung angehen, wenn du erkennst, dass die Gefühle nur ein Teil von dir sind und dass du weitaus mehr als deine Gefühle und deine Gedanken bist. Und dazu gehört eben auch das Ego. Ja, ich meine, man kann ja die Gefühle ein Stück weit ja auch steuern, wenn man sich jetzt, wie du es auch gemacht hast mit der Geburt, das sich vorstellt und das durchlebt, diese Situation in der Zukunft und die dann fühlt, wie sie sich anfühlt in der Zukunft. Und dann wird ja das alte Gefühl, was jetzt gerade da ist, und das Gefühl in der Zukunft so vermischt und zieht es dann immer mehr in die Zukunft, bis man dann mehr das von der Zukunft fühlt und dann hat das Ego wahrscheinlich keine Chance mehr, wenn man dann so weit über den Berg ist, sage ich mal. Genau, also es wird einfach schneller. Du kannst es unterteilen, weil die meisten Menschen sagen, ja, wer bin ich denn? Was will ich denn wirklich? Was ist meine große Lebensaufgabe? Was sind meine Werte? Ja? Und wenn du das immer klarer hast, dann kannst du da sehr, sehr schnell durchgehen. Und wie du eben gesagt hast, wir verbinden uns mit unserem idealen Selbst. Ich sage dazu gerne energetische Signatur, weil das ist das, wie du in Wirklichkeit gemeint bist. Das war dein ursprünglicher Auftrag, deswegen bist du hierher gekommen. Und in der Quantenwelt kannst du dich damit verbinden und kannst förmlich, ja, Skillsets runterladen und kannst du den Download holen. Und dann weißt du, ja, wie würde jetzt mein Quantenselbst reagieren? Wie würde meine ideale Signatur damit umgehen? Würde die aus dem Ego reagieren oder würde sie sich auch korrigieren? Weil das ist ein sehr wichtiger Punkt. Häufig laufen wir auf Autopilot und wenn wir im Streit sind, sagen wir Dinge, wo wir uns beobachten, denken, was sage ich hier jetzt eigentlich gerade, ja? Und das ist so gut, dass du dann sofort wieder sagen kannst, okay, das war Quatsch, was ich eben gesagt Ja, habe, ja. klar. Und das ist so gut, wenn du da drüber stehen kannst, ne? Ja, ich denke, das ist ja auch eine Form von Bewusstsein, wenn man seine Gedanken und seine Handlungen immer mal prüft im Laufe vom Tag und schaut, ob das eigentlich dient, dass man in diese Richtung kommt, wo man eigentlich möchte. Und ja, dann, das unterstützt einem dann. Jetzt habe ich noch eine ganz andere Frage. Welche Bedeutung hat denn für dich das Geld? Oh, Geld ist sehr, sehr wichtig. Hängt ja mit der Freiheit auch zusammen. Hängt mit der Freiheit Ja. zusammen, aber das hat noch eine viel, viel größere Bedeutung, weil es gibt im Grunde genommen zwei Strategien, wie wir in unserer Welt jetzt etwas mit der aktuellen Lage bewegen können. Und das eine ist, dass wir im Grunde genommen Competitor werden. Also wir duellieren uns mit den Reichsten der Welt. Wir stellen einen der reichsten 4 Leute der Welt auf, der dann in der Lage ist, die Mainstream-Medien zu supporten, der in der Lage ist, unabhängige wirtschaftliche Institutionen, medizinische Institutionen zu supporten. Und das andere ist,
Von der anderen Seite her zu kommen, Modell trojanisches Pferd. Das heißt, wir unterstützen die Menschen, die zu den Reichsten der Welt gehören und diese Influencer sind. Und dann können wir sehr, sehr schnell und effektiv eine globale Veränderung unterstützen. Und das Geld spielt eine wesentliche Rolle. Und das genau in unseren Kreisen, unter den Gutmenschen, das Geld verdienen, der Reichtum, die finanzielle Fülle so negativ belegt sind, ist meines Erachtens wie ein jahrtausendealter Fluch. Es ist ein Bann, der auf unseren Generationen liegt. Und wir haben jetzt das Vermächtnis, uns von diesem Bann zu lösen, indem wir erkennen, es ist ein Trugschluss. Nicht das Geld ist schlecht. Das Geld ist im Grunde genommen wie Alkohol. Alkohol kann jemand, der aggressiv ist, vom Grundton her aggressiver machen oder wie Altersdemenz. Das ist die gleiche Wirkung. Oder andere Drogen. Oder wenn jemand schläfrig ist, macht es ihn müder. Ja, und so ist es mit dem Geld. Wenn jemand böse ist, wird er damit böse Sachen anstellen. Wenn jemand ein großes Herz hat, ist er in der Lage, mit Geld sehr viel Gutes zu bewirken. Ja, das stimmt. Und wie steuerst du dann den Geldfluss jetzt bei dir? Weil ich sage mal, das ist jetzt ja auch was, wo du sicher mit 5D arbeitest, kann ich mir jetzt vorstellen. Genau. Ja, also ich arbeite sehr, sehr gern über positive Effekte, weil ich Menschen helfe. Ich habe die Strategie, und das lehre ich auch meinen Leuten, dass wir sehr, sehr, sehr viel ins Feld hinausgeben. Das heißt, 95% meiner Materialien sind da draußen kostenfrei zur Verfügung. Und ich weiß, so wie wir in das Quantenfeld hineinrufen, so schallt es auch wieder heraus. Das zahlt sich einfach aus. Und ich mache das nicht nur, damit es sich Ja, auszahlt, sondern klar. aus vollem Herzen. Und dann arbeite ich auf der anderen Seite sehr exklusiv mit meinen Menschen. Das heißt, ich habe Programme, da investieren Leute 1 Million, 120.000, um mit mir zu arbeiten. Und das ist dann auf der anderen Seite wieder der Ausgleich, der mich sehr schnell in die Lage versetzt, eben auch wieder bestimmte, ja, gezielte Aktionen zu tätigen, von denen ich weiß, sie sind gut. Land aufzukaufen und zu sichern und den Bienen zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel, ist eine Lieblingsstrategie von mir. Und dann eben auch gezielt Länder zu fördern, gezielt Familien zu fördern, die sehr mittellos sind. Und zwar nicht mit so einem Flickenteppich, sondern sie unabhängig zu machen, sodass man Brunnen bohrt, sodass man sagt, okay, wir stellen die Ziege, wir kaufen Land. Und das ermächtigt die Menschen dann allein wieder zurechtzukommen und nicht ein Leben lang abhängig zu sein. Oh, super, so schön. Ja, und ja, ich denke auch, also gerade mit dem Geld kann man viel bewegen und es kommt halt auch wirklich darauf an, wie es eingesetzt wird. Was auch noch ein großer Punkt im Coaching ist, sage ich mal, wenn jemand sich jetzt wirklich committet und will mit dir arbeiten und macht so ein Investment, dann ist er natürlich auch sehr motiviert. Das heißt, wenn du Genau. eine Hausaufgabe gibst oder eine 5D-Tools-Aufgabe, dann wird die auch wirklich erledigt. Und ich sage, wenn Richtig. ein Coaching dann sehr günstig ist, dann ist es eher so, dass man sagt, es kann nicht sein, weil es so günstig ist. Oder es ist so, dass die Leute dann nicht richtig mitarbeiten, weil sie sagen, jetzt schauen wir halt, wie weit wir kommen. Und wenn wir nicht so weit kommen, ist es auch okay. Das heißt, da hast du dann ja auch die komfortable Position als Coach, dass du einen top motivierten Coachee dann auch hast. Richtig, richtig, ne? Also das ist dann die andere Sache. Und ich weiß einfach, wenn man etwas bewegen will, braucht man hundertprozentiges Commitment. Und ich habe das immer wieder gesehen. Ja, es liegt nicht unmittelbar nur am Coach, ob etwas glückt oder nicht, Ja. sondern es ist ein 50-50 geschehen. Ne? Ja, sind immer beide beteiligt. Jetzt habe ich noch eine ganz, ja, etwas private Frage. Wie startest du deinen Tag und warum? Ja, also ich starte meinen Tag mit einer Quantenreise. Das heißt, wenn mein Wecker klingelt, dann bleibe ich einfach noch im Bett und bringe zwischen 10 und 60 Minuten einfach, verbringe ich im Quantenfeld mit meinem idealen Selbst und meiner energetischen Identität. Und dann gibt es eine körperliche Aktivierung. Das heißt, ich mache ein kurzes, sehr knackiges Workout mit schweren Gewichten. Und das muss aber gar nicht lang dauern, also so 5 bis 10 Minuten einfach, damit man einmal ins Schwitzen kommt und seinen Muskeln sagt, so, ich bin der Boss. Du hast keine Lust? Egal, ich zeig's dir trotzdem. Und dann sorge ich einfach auch für geistigen Input. Das heißt, sobald ich die Quantenreise beendet habe, höre ich Hörbücher, bevor ich in den Tag starte mit meinen Klienten und mit meinem Business. Und
Dadurch, dass ich intermittierendes Fasten mache, starte ich Mittag erst mit Essen, also Frühstück ist geskippt. Ah, ich habe auch gerade eine Basenfastenkur mit meiner Frau hinter mir jetzt, ich glaube, es sind so bei Tag 10, also der Kaffee vor allem, das war sehr interessant, also die ersten 2 Tage da richtig Kopfweh und so weiter. Ja, aber jetzt bin ich, glaube ich, ziemlich über den Berg und möchte eigentlich auch viele Gewohnheiten dann nicht mehr zurück, die ich jetzt hinter mir lassen durfte. Genau. Kaffee trinke ich gar nicht und ich achte immer auf basenüberschüssige Ernährung, sodass ich eben weiß, okay, wenn ich was was Säurehaltiges esse, dann achte ich einfach darauf, dass ich das wieder ausgleiche durch die Ernährung. Nee, also hat super Spaß gemacht und also bin jetzt immer noch dabei, also es geht jetzt eigentlich immer weiter. Dann habe ich noch eine Frage, die du vielleicht auch eingangs schon ein bisschen beantwortet hast. Wer sind denn deine Mentoren? Also die Leute, die dich wirklich positiv beeinflussen. Ich habe etliche Mentoren, die sind meistens im amerikanischen Raum. Und ich lerne einfach von den Besten und ich hole mir einfach für jeden Bereich Mentoren. Das heißt, ich habe Mentoren für meine Anzeigen, ich habe Mentoren für den Verkauf, ich habe Mentoren für die Mindset-Arbeit, Mentoren für das Quantenfeld, Mentoren, die mich fit halten. Und so habe ich das für mich einfach herausgefunden, sodass ich sage, ich gehe keinen Monat mehr ohne einen Mentor an meiner Seite. Weil es einfach so gut ist. Es ist so einfach, wenn du diesen Download machst von jemand, der einfach schon dort ist, wo du hin willst. Und so gibt es eben in jedem einzelnen Bereich, sei es Tony Robbins, sein bester Verkäufer, sei es Joe Dispenza, sei es Bob Proctor und so weiter. Für jeden einzelnen Bereich Leute, die einfach genial sind und die schon vieles, vieles exploriert haben. Und ich habe einen sehr wachen Geist. Ich schlafe 4 Stunden am Tag und liebe es zu lernen. Das heißt, ich konsumiere sehr, sehr, sehr viel Wissen und liebe es einfach, dieses hohe Anregungsniveau zu haben. Ja, klar. Und ich meine, dann bist du letztendlich auch super vorbereitet für deine Klienten und kannst die auch am besten unterstützen, weil oft geht es ja auch in andere Bereiche rein, die vielleicht abseits liegen vom Business, aber auch wichtig sind, dass die Energie passt, dass die Leute gesund sind, dass sie Kraft haben und eine Ausstrahlung haben. Das ist ja nicht immer nur, dass man nach vorne schaut, sondern auch wirklich für sich, sich spürt und für sich auch sorgt. Ja, also deswegen nenne ich das holistisches Mentoring. Weil, weißt du, du kannst eine gute Morgenroutine haben, aber wenn du zum Beispiel auf einer Wasserader schläfst, dann haut dich das immer wieder um jede Nacht. Ja. Und du kannst ein hervorragendes Mentorenteam an deiner Seite haben, wenn dein Partner dich permanent unten hält von deiner Energie. Und du kannst natürlich bestimmte Energieblasen und so weiter um dich herum stellen, aber irgendwann schaffst du es nicht mehr. Und das ist eben die Frage, wo ist dein größtes schwarzes Loch, welches dir sehr viel Energie kostet? Und was hast du für Mittel, um dagegen zu arbeiten? Und manchmal ist es eben räumliche Trennung oder ein Wechsel in irgendeiner anderen Art. Ne? Vielleicht gibt es einen Job, den du als Brotjob hast, der dich aber echt runterzieht und deine Berufung ist eine andere und du musst erst in einen Burnout hineinschlittern, um zu merken, das ist es nicht. Ja, klar. Ja, und ich denke, dann ist ja wichtig, dass man in sich halt reinspürt und vielleicht dann auch mit Meditation auf jeden Fall mal schaut, was sich zeigt. Oft kriegt man da ja auch Bilder oder Downloads, wie du es sagst, und dann hat man völlig neue Ideen, auf die man gar nicht kam bislang. Eine Frage, was ist denn ein Lebensmotto oder ein Zitat, welches dich am meisten geprägt hat? Wenn das so, gibt es da vielleicht eins? Ich nehme jetzt eher an, das sind sehr viele. Viele. Aber das Erste, was mir in den Sinn kommt, war, geht nicht, gibt's nicht. Ja, das ist gut. Das ist gut, ja. Weil es ist ja meistens das Ego, wo dann sagt, das geht nicht. Und dann sagst du doch, ich probiere es. Und dann, dann, also es ist ja immer so ein Zwiegespräch. Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Ja, genau. Und du hast es vorhin auch schon ein bisschen angedeutet. Was ist denn jetzt deine Vision? Also wenn du sagst, wo soll denn die Welt hin in den nächsten Jahren? Was möchtest du gerne sehen? Ich möchte, dass die Menschen frei sein können, selbstbestimmt. Und dass sie bestimmen können, wo sie hinreisen. Und dass sie vor allen Dingen bestimmen können, was ist ihre beste gesundheitliche Versorgung. Und damit geht einher eine Umstrukturierung der jetzigen Systeme. Weil offensichtlich ist das gerade das
Das Schwierigste, ja? Sodass wir selbstbestimmt reisen können, selbstbestimmt sagen können, ja, ich möchte meine Meinung frei äußern. Ja. Das ist auch ein wichtiger Punkt von meiner Vision. Und das, wovon wir gedacht haben, das ist das Selbstverständlichste in der Welt, ist im letzten Jahr stark in Frage gestellt worden. Ja. Und wir sind jetzt dabei, das wieder zurückzuerobern und zurückzuerobern so halb, weil wir lagen auch in einer Scheinsicherheit. Ja? Wir haben uns getäuscht in vielerlei Hinsicht. Wir dachten, wir wären frei, aber wir waren manipulierter, als wir uns ja je vorstellen konnten. Und jetzt ist diese Enttäuschung gefallen und wir sehen, woran wir sind, und umso besser können wir jetzt an der zukünftigen Vision arbeiten. Ja, ich denke auch, das Wichtige ist jetzt, dass man die Augen offen hält und wirklich schaut, wo wird man manipuliert, was ist denn wirklich echt, und gerade es wird ja alles auch immer heller und immer liebevoller, und wenn da jemand auftaucht, der wirklich diese alte Schule einem irgendwas hinwirft und sagt, so muss es machen, das geht gar nicht mehr, also man nimmt es denen einfach nicht mehr ab, man glaubt es nicht mehr. Ja, man glaubt es nicht mehr. Großer Punkt. Und die Entwicklung der Erde sind einfach so stark, dass sich die Schumann-Frequenz immer weiter anhebt. Wir haben starke Schwingungen in der Schumann-Frequenz. Das heißt, die Leute, die jetzt schon sensibel sind, die merken förmlich, wenn die Schumann-Frequenz gerade wieder einen Ausbruch hat. Und wir können quasi gar nicht mehr anders. Also wir müssen hinschauen. Wir müssen uns mit der echten Geschichte der Menschheit beschäftigen. Wir müssen quasi gucken, was gibt es für Einflüsse? Wie hängen die Systeme dahinter zusammen? Ist es tatsächlich so, dass wir regiert werden von einer Regierung? Oder gibt es dahinter noch andere Strukturen, die relevant sind? Ja? Wie ist es um die Wissenschaft bestellt? Ja? Gab es vielleicht doch schon im 18. Jahrhundert Bestrebungen, die in eine ganz klare Richtung gegangen sind? Was war mit der Naturheilkunde? Warum ist die nicht weiter supported worden? Und so weiter. Und so können wir anfangen, selbst zu denken und uns auch von großen Teilen unseres in der Schule vermittelten Wissens verabschieden. Definitiv. Bei den Schumann-Frequenzen würde mich interessieren, ich habe auch diese App, aber da gibt es immer mal Ausfälle, wo es dann komplett schwarz ist für einen Tag. Was heißt denn das? Möchte man da nicht zeigen, was ist? Oder sind das immer technische Probleme? Hast du das auch schon festgestellt? Also ich hab gar keine App, sondern ich gehe immer direkt auf die Webseite von Tomsk. Da ist der direkte Livestream und da gibt es nie Ausfälle. Ah, okay. Also bei der App, die setzt wohl auch auf Tomsk auf, aber da habe ich öfters jetzt mal Lücken gehabt, dann muss ich das mal umswitchen, dass ich da direkt draufgehe. Ja, ich bin immer direkt im Server. Vielleicht Zensur zwischendrin, keine Ahnung, wird die Schumann-Frequenz schon manipuliert. Wer weiß. Habe ich mal noch eine Frage Richtung Digitalisierung. Wie sehen denn deine nächsten digitalen Pläne aus? Ja. Ich liebe ja die digitale Welt, vor allen Dingen, weil sie uns so viel lehrt. Als ich vor 7, 8 Jahren angefangen habe, meine ersten Coachings online zu machen, hatte ich immer das Gefühl, es fehlt etwas. Weil ich liebe es, im Raum zu arbeiten, ich liebe es, den Menschen auch zu berühren und einfach zu gucken, was kommt da für Schwingung an. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich auch einen Sensor habe, aber ich musste den ausbilden. Das war so, wie wenn du plötzlich das Augenlicht verlieren würdest und dann lernst du mehr zu hören und mehr zu fühlen. Und so ist das, wenn wir online arbeiten. Deswegen liebe ich die Digitalisierung, weil es lehrt uns, feinfühliger zu werden und den Menschen trotzdem zu spüren. Auch wenn du jetzt wo ganz anders sitzt und ich hier in Portugal, das macht nichts, weil wir haben trotzdem einen guten Draht und wir können uns sofort connecten. Und ich hatte schon auch einen kleinen Schlagabtausch mit einer Frau. Es ist einfach klar, wir schwingen auf einer Wellenlänge. Ja? Und deswegen sind die digitalen Pläne auch so, dass mehr Vernetzung stattfindet, dass ich noch breiter hinausgehe, nicht nur in den super exklusiven Bereich, sondern ich habe jetzt angefangen, auch Meditationen zu machen, auch für einen erschwinglichen Preis, sodass es sich jeder leisten kann, Zugang zu diesen Tools zu bekommen. Und das ist einfach das, was mir ein großes Anliegen ist, sodass ich sagen kann, okay, jeder, der jetzt bereit ist für den Aufstiegsprozess und den gehen will, der muss in der Lage sein, das auch anzugehen.
Und deswegen arbeite ich mit Norbert Hofer zusammen und wir arbeiten da an einer größeren Geschichte und das sind die Pläne, sodass wir weiter unten es jedem ermöglichen und aber auch den exklusivsten Menschen, die auf einer sehr, sehr hohen Ebene jetzt schon operieren, von ihrem Erfolgssystem her Unterstützung geben können, sodass wir sicherstellen, dass unsere Vision auch tatsächlich in die 3D-Welt sich etabliert. Ja, es hat auch bei mir so angefangen. Also meine Frau Carmen, sie ist ja die Herzengelmalerin. Sie hat auf dem Sofa den Norbert und dich öfters mal gehört, jede Woche. Und ich war immer so mit einem Ohr. Und dann so habe ich gesagt, ja, das ist sehr interessant. Also das matcht wirklich. Und dann, ja, das ist ja dann wie so Energiekugeln, sage ich mal, richtig, zieht sich das an und dann ist da irgendein Connect da und man ist dann wirklich interessiert und vor allem offen. Das ist wirklich sehr schön. Und jetzt digital, das heißt, du möchtest natürlich jetzt noch nicht die Katze aus dem Sack lassen. Ihr habt was Großes vor, aber das ist ja sehr schön, wenn das auch wirklich dann für alle Zielgruppen ist und jeder kann entscheiden, auf welcher Ebene er einsteigen möchte. Richtig. Und jeder hat dann einen gleichen Effekt. Das ist ja das Schöne dabei bei 5D. Es geht gleich los und wenn man dann bewusst durch den Tag geht, dann sieht man auch die Veränderungen. Ja. Es ist gigantisch, ja. Mhm. Es kann so schnell so viel passieren und es ist nicht nur, es taugt nicht nur für einen Parkplatz, den man sich bestellt, sondern wir können uns komplette Lebenskonzepte, Lebenspartner anziehen. Mhm. Wir können die idealen Klienten generieren über dieses Feld und wir können so genauso gut auch unsere Zukunft bestimmen. Mhm. Ja. Aber um eben das in größerem Stile zu machen, brauchen wir mehr Menschen und deswegen ist es so entscheidend, dass wir auf allen Ebenen arbeiten. Auf der Ebene, wo Menschen jetzt gerade erst erwachen, zum ersten Mal von solchen Dingen hören und noch gar nicht so bewusst sind und aber auch auf der Ebene von Leuten, die sich schon 25 Jahre damit beschäftigen und die genau wissen, was das ist, wie wir da rankommen und wie wir das super schnell und effizient nutzen können. Ja, also ich kann das auch bestätigen. Ich arbeite ja mit den Mind Movies, die ich da bei Dr. Joe Dispenza kennengelernt hatte. Und jetzt kürzlich habe ich mal den Mind Movie wieder angeschaut nach längerer Zeit und habe dann festgestellt, dass zahlreiche Dinge eingetroffen sind. Nicht alle, aber viele, die meisten sind eingetroffen, manche zum Teil und wenige gar nicht. Und was ich also da noch sagen kann, das Wichtigste beim Manifestieren ist das genaue Bestellen. Das heißt, man muss wirklich reinspüren und jedes Detail sich vorstellen, weil sonst kommt halt das, was das Universum verstanden hat, aber das ist dann vielleicht nicht das, was du eigentlich wolltest. Also man muss genau bestellen. Das ist vielleicht als Tipp von mir, was ich aus der Praxis sagen kann. Da kann ich eine kleine Geschichte zu erzählen. Das ist genau das, was wichtig ist. Also ist dir auch schon passiert, dass du anders bestellt hast, was du dann bekommen hast, oder? Genau, ich habe 2019 auf mein Vision Board geschrieben, ich möchte in einem Haus am Meer leben. Ja. Und zack, 3 Monate später, ein vollkommen anderer Kontext. Die Schule hat sich nicht, es ging sich nicht aus und wir mussten dann an einen anderen Ort ziehen. Und dann habe ich gedacht so, wow, jetzt bin ich am Meer, das ist ja verrückt. Und dann habe ich gedacht so, aber eigentlich hatte ich mir das anders vorgestellt. Ich dachte mir, ich sehe das Meer. Und dann habe ich das nächste Mal draufgeschrieben, okay, ich möchte ein Haus am Meer mit Meerblick. Und es dauerte keine 5 Monate, zack, war das wieder so, es ging sich nicht aus, wir sind umgezogen, vollkommen holterdiepolter, nicht, dass wir es aktiv gemacht hätten wegen dem Meerblick, sondern es kam einfach so und dann dachte ich so, wow, und jetzt leben wir in einem Haus mit Meerblick, aber Moment mal, der Meerblick war nur zwischen 2 Häusern und auch nur im Bad, wenn ich in der Badewanne stand und durch ein kleines Fenster gucke, dachte ich, das nächste Mal muss ich mir einen größeren Meerblick bestellen, nämlich genau das, was ich haben will, ja, so der über den Horizont geht. Und das ist so wichtig. Also achtet bitte darauf, dass ihr diese Kleinigkeiten genau festlegt. Ja? Bestellt euch nicht einen schönen Partner, sondern bestellt euch einen liebevollen schönen Partner, ja, wenn euch schön wichtig ist. Und das ist eben das Wichtige daran. Ja? Das Universum liefert, aber es liefert eben alles, was ihr sagt oder nicht sagt. Und deswegen der Pro-Tipp von uns an dieser Stelle, Genauigkeit ist die Disziplin. Ja, und auch das Nein versteht das Universum eigentlich auch nicht. Also besser ist immer genau so zu sagen, was man möchte und nicht mit Nein und vielleicht und überhaupt, weil dann wird es nichts. Also immer ganz klipp und klar. Gut, ich denke, wir sind ziemlich am Schluss vom Interview schon angelangt. Bietest du denn einen Newsletter an? Das wäre noch eine digitale Frage.
Newsletter klingt so öde, aber was wir haben ist, wir haben natürlich ein, ich sage immer gern, Nurturing-System dazu, weil ich sehe diese Art von Information einfach als Pre-Coaching an. Also es ist im Grunde genommen schon ein vorgesetzter Coaching-Prozess und meine Leute lieben meine E-Mails. Ich habe E-Mails geschrieben, da habe ich Feedback bekommen, dass Leute ihre Medikamente zur Seite gelegt haben und aufgehört haben, depressiv zu sein und Antidepressiva zu nehmen. Und da habe ich gedacht, so wow, das ist sehr, sehr stark. Und ich habe tausende von Leuten, die mir schreiben und die gesagt haben, ich habe allein durch diese E-Mails mein Leben schon verändert. Danke, danke, danke. Insofern, ja, wir haben etwas, wir können vielleicht das Money Mind Hacking E-Book hier drunter packen in die Shownotes. Das ist ein kurzes, smartes E-Book, in dem wir zeigen, wie kannst du deinen Kopf beeinflussen, weil wir haben eine bestimmte Vorvertratung. Ich spreche von Mindhacking, weil im Grunde genommen sind wir so vertratet, dass unser Geist immer auf die Gefahr hingeht und auf das Böse und auf das, was als schlechte Erinnerung gespeichert ist. Und wenn wir das wissen, können wir bewusst neue neuronale Vernetzungen schaffen und damit auch ein neues energetisches Feld schaffen. Deswegen spreche ich gern von neuronaler energetischer Programmierung. Und das ist kurz beschrieben in dem Money Mind Hacking. Ist gemünzt auf Geld, aber wir können es für jeden Bereich nehmen. Und dahinter hängt natürlich auch eine sogenannte Versorgungsautomation. Das heißt, wer in unser Universum tritt, der wird inspiriert. Und wem das zu viel ist, der kann sich natürlich jederzeit abmelden. Ja. Aber die meisten bleiben. Und das ist einzigartig. Und das ist das auch, was ich meinen Klienten beibringe, sodass sie lernen, bedürfnisorientiert zu liefern, sodass die Menschen das gern lesen. Und meine Leute sagen immer, normalerweise melde ich mich sofort ab, wenn diese E-Mails kommen. Bei dir ist es anders. Ja, normalerweise klicke ich nie Anzeigen. Bei dir war es anders. In 99% der Fälle höre ich solche Geschichten. Und woran liegt das? Weil wir Energy Marketing machen, weil die Menschen spüren, diese Materialien, diese Texte, diese Videos, die sind energetisiert. Wir halten einen energetischen Raum und das sind diese 5D-Tools, von denen wir eingangs gesprochen haben. Okay, also das posten wir auf jeden Fall in den Shownotes. Ja gut, und wie man dich erreichen kann, ich denke, das posten wir auch alles in den Shownotes. Genau, businessflowacademy.com. Und dort kann man immer in Kontakt treten mit uns und sich einen Call buchen, wer schon soweit ist. Und dann können wir auch noch weitere Sachen zur Verfügung stellen. Die gibt es alle auf der Seite und die können wir auch drunter packen, wenn du willst. Okay, dann möchte ich mich recht herzlich bei dir bedanken für dieses wirklich sehr interessante, aufschlussreiche Gespräch. Ich möchte dir nochmal das Schlusswort erteilen und du kannst hier gerne auch nochmal einen Aufruf machen und deine Wünsche und alles, was du noch weitergeben möchtest, an unsere Zuhörer weitergeben. Ja. Also vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Das Wichtigste ist, dass, falls du dir jetzt noch keine Notizen gemacht hast, dass du das nochmal hörst und dir die wichtigsten Sachen aufschreibst. Und es geht auch nicht nur um Notizen, sondern es geht darum, dass du dir eine goldene Perle rauspickst und sagst, und das ändere ich jetzt. Vielleicht ist es die Morgenroutine, vielleicht ist es, dass du dir vornimmst, mehr Zeit in deiner idealen energetischen Signatur zu verbringen. Wenn du ein Business hast, vielleicht möchtest du mehr über Energy Marketing erfahren, ganz gleich, was es ist. Die Welt steht dir offen und wir haben so viel Potenzial. Nur 2% unserer DNA ist bei den meisten Menschen genutzt. Unsere Zirbeldrüse ist verkümmert. Das heißt, wir haben so viel Arbeit, wir können sie aufpumpen und wir können dafür sorgen, dass unsere DNA-Stränge aktiviert werden. Wir können unser Potenzial mehr nutzen und somit mehr von unserer Schöpfermacht und somit die Welt zu einem schöneren Ort machen. Also vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Eine kleine Bitte noch, bitte teilt das Video. Teilt diesen Podcast. Das, was hier geschaffen wurde von Klaus Stephan, ist einmalig. Es ist nirgendwo so eine geniale Vielfalt zu sehen, so fein ausgesucht. Und ich kann einfach nur sagen, teilen, teilen, teilen. Sharing is caring. Insofern, let's go.
Wir wuppen das und wir werden schon sehen, wenn wir alle mitmachen, dann sind wir in kürzester Zeit doppelt, dreimal, viermal, fünfmal so viele. Und dann können wir förmlich die Energiefrequenz der Erde zu einem Leuchtfeuer entfachen. Weil wenn dein Herz aktiviert ist, dann strahlst du mehr Photonen aus und mehr Photonen werden wieder andere erleuchten. In diesem Sinne, alles Liebe, einen hochfrequenten Tag für dich. Sei gesegnet, bis bald. Ciao. Vielen herzlichen Dank.